Radio Köln, Köln dreht durch. Und das ist so Musik, da braucht man gar nicht mehr sagen, wer es gesungen hat, wie der Song heißt. Kennt jeder und auch den Mann, der jetzt hier bei uns im Studio ist, kennt jeder. Bill Kaulitz von Tokyo Hotel. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, na ihr? Wir sind sehr froh, dass du hier bist. Ja, ich freue mich auch. Frisch aus Berlin, gerade eingetroffen, ne? Frisch aus Berlin, genau. Ein bisschen müde noch. Ich bin auch sehr früh aufgestanden, dass ich kann euer Leid teilen heute. Ja, so ein ja. Aber ich sag mal, im Gegensatz zu mir zum Beispiel, siehst du fantastisch aus. Dankeschön. Ja, danke. Wie lange brauchst du morgens im Bad? Ach, ich bin ehrlich gesagt, ich habe das gestern schon mal erzählt, ich bin eigentlich der Uneitelste aus der ganzen Band. Ich habe das Gefühl, die anderen sind da noch ein bisschen extremer. Ich bin relativ schnell. Also eine halbe Stunde brauche ich schon morgens, bevor ich irgendwie dann raus kann. Aber ich meine, Luxus wäre eine Stunde. Ja. Aber ich bin eigentlich relativ schnell, ja. Okay. So eine Dusche brauche ich auch zum Wachwerden, ja, auf jeden Fall. Und sonst noch so dein ultimativer Tipp gegen Müdigkeit? Also ich trinke natürlich ganz viel so Energy Drinks und so weiter und ohne Ende Kaffee. Ja. Großen anderen Tipp habe ich auch nicht, ehrlich gesagt. Also ich pushe mich dann schon mit solchen Sachen hoch. Ja, ist vielleicht nicht das Schlechteste. Ja. Irgendwie durchhalten. Ihr seid gerade in Berlin, ne? Ja. Und zwar für ein paar Wochen, weil ihr probt für die neue Tour, genau, die euch ja auch hier zu uns nach Köln führt. Genau, ja. Wir spielen in Köln, das ist die erste deutsche Show. Direkt der zweite Termin. Wir dachten auch so, wir sind immer besonders aufgeregt bei den deutschen Terminen, weil da kommt auch immer so Familie und so weiter. Und wir dachten schon so, ach Mann, ey, Köln ist schon der zweite Termin, hoffentlich läuft das schon alles rund. Weil wir machen ja immer so eine richtige Show. Das heißt, bei uns ist ja immer so mit Kostümwechseln, wir bringen ganz viel Produktion mit und darum proben wir auch so lange, weil wir quasi immer so eine richtige Show machen. Und ich hoffe, da klappt schon alles. Aber ich denke schon, wir bereiten uns dafür auch. Wenn du dich gleich mal umdrehst und aus dem Fenster schaust bei uns in der Redaktion, kannst du die Location sehen, weil es ist um die Ecke hier tatsächlich. Ich habe schon gehört, ihr geht da duschen. Genau. Hat mir jemand erzählt. Genau da. Wir gehen da duschen, wo Bill dann demnächst das Konzert spielt. Das ist schon cool. Dann sind wir alle in der gleichen Dusche. Ich muss ja dann da auch duschen. Wir können die nur empfehlen. Die ist ganz okay, ne? Also wir haben die immer sauber hinterlassen. Aber kommen wir nochmal zurück zur Tour. Ihr lebt ja eigentlich in Amerika. Jetzt seid ihr ein paar Wochen in Deutschland. Gibt's oder könnt ihr euch vorstellen, nochmal wieder zurückzukommen? Oder ist Amerika schon jetzt die Heimat? Ich finde es schon schön, immer nach Deutschland zu kommen, auf jeden Fall. Ich glaube, L.A. werden wir nie ganz verlassen. Ne? Wir sind jetzt seit 10 Jahren schon da. Das ist schon so unser Zuhause auf jeden Fall. Das Wetter ist natürlich auch viel schöner als hier. Ja. aber ich kann mir vorstellen, immer mal, also ich liebe es, nach Deutschland zu kommen. Klar, ich kann mir schon vorstellen, auch so was Zweites hier zu haben. Wir verbringen ja auch schon viel Zeit in Deutschland und Familien sind ja hier und Freunde. Die beiden anderen sind ja dauerhaft. Unser Basser ist gerade nach Berlin gezogen. Okay. Genau, die beiden anderen sind ja in Deutschland nach wie vor. Genau. Und da trefft ihr euch dann immer wieder auch zur Tour und die ganz neue Single, ich glaube, die kommt heute raus tatsächlich. Genau, die ist heute rausgekommen, ja. Dann spielen wir dir doch jetzt mal. Neue Single, heute kommt sie raus von Tokyo Hotel bei Radio Köln. Köln dreht durch am Freitagmittag. Und Bill von Tokyo Hotel ist hier bei uns. Mahlzeit nochmal. Ja, na. Sehr schön, dass du hier bist. Wir haben gerade drüber gesprochen. Judith und ich sind ja seit Montag hier eingesperrt. Du kennst das Gefühl, wenn ihr auf Tour seid, da seid ihr ja auch in einem Bus ständig jeden Tag unterwegs, ne? Genau, wir sind jeden Tag unterwegs. So einen richtig freien Tag hat man eigentlich nicht. Also zwischendurch fahren wir dann mal so 15 Stunden irgendwo nach Barcelona und so. Also wir sind die ganze Zeit, hocken wir schon ziemlich dicht aufeinander. Aber wir kennen das, ne? Wir sind seit 19 Jahren eine Band jetzt. Und wir sind ja eigentlich wie Familie. Von daher klappt das eigentlich immer ganz gut. Okay. Aber gibt es bei euch auch mal so Momente, wo du vielleicht auch mal so sagst, okay, jetzt brauche ich mal so 5 Minuten, einmal mal ganz kurz so komplette Ruhe. Total. Ja. Also ich glaube, wir kennen uns alle so gut, dass wir auch genau wissen, okay, jetzt mal lieber ruhig sein oder mal aus dem Weg gehen. Ja. Wir haben alle mal so Momente auf Tour, auf jeden Fall. Und dann kann man sich auch mal zurückziehen. Ne? Also wir duschen ja auch alleine. Schön. Wie langweilig. Von daher, man hat schon so ein paar Momente am Tag. Aber ja, ansonsten stellt man sich darauf ein. Ich glaube, wir sind über 2 Monate unterwegs. Wir spielen in ganz Europa und das ist dann schon eine Tour. Aber es ist auch immer schön. Das ist so ein bisschen wie Klassenfahrt immer. So ist es hier gerade auch bei uns. Ja. Ne? Wir arbeiten ja jetzt hier rund um die Uhr mit ganz vielen Menschen. Zwischendurch rastet man mal ein bisschen aus, positiv wie negativ. Ja. Aber das macht ja man auch Spaß. Man kriegt sich wieder ein, das ist das Wichtigste. Also, wir freuen uns auf eure Tour Tokyo Hotel am 30. April im E-Werk. Tickets gibt es da mega noch. Wir können aus Erfahrung sagen, es ist sehr nett mit dir. Ja. Danke, also, mit euch auch. Ja, das ist sehr wohl bei euch. Dann würden wir jetzt noch eure Single hören, Melancholic Paradise. Alle, die Germany's Next Topmodel gucken, kennen den Song, weil das ist der Titelsong. Das ist der Titelsong, ne? Genau. Ist Heidi da zu dir gekommen und hat gesagt, hier, macht mal. Das Ding ist ja, dass man muss sich ja so vorstellen, Heidi und Tom sitzen morgens so Laptop an Laptop, die haben so einen Doppelschreibtisch. Ja. Und wenn Tom da Musik macht, ist sie die Erste, die das hört. Und sie hat den Song dann gehört und das hat gerade so gut gepasst. Sie hat gerade einen Song gesucht und meinte, okay, der ist perfekt dafür. Und dann
Dachten wir, geil, machen ja, wir. Ja, top. Cool. Ja. Wir haben noch eine Minute Zeit, die müssen wir jetzt noch rumkriegen. Ja. Also Melancholic Paradise ist tatsächlich sehr, sehr anders als jetzt der Song, den wir gerade schon gehört haben. Der ist so ein bisschen mehr Funk, der ist sehr positiv für unsere Verhältnisse. Wir wollten eigentlich so einen Song machen, den man sich anmacht, wenn man rausgeht und feiert. Ne? Okay. Das heißt, es ist auch für euch wahrscheinlich jetzt ganz gut, der wird euch ja noch mal ein bisschen wach machen. Ja, das wäre schön. Ja, ja bitte. Würde uns freuen. Also, wir freuen uns auf die Tour. Sehr schön, dass du hier warst. Videos gibt es später im Netz. Und wann ist Hochzeit bei Tom? Das darf ich natürlich nicht verraten. Natürlich nicht. Aber es ist bald soweit. Aber was ziehst du an? Weißt du das schon? Nee, das weiß ich auch noch nicht, ehrlich gesagt. Ich bin schon die ganze Zeit am Überlegen. Wahrscheinlich werde ich mir irgendwas machen lassen. Ich meine, das ist natürlich so ein besonderer Anlass. Ja. Da kann man sich immer schon was ausdenken. Auf jeden Fall. Aber ja, ich bin auch noch am Überlegen, ehrlich gesagt. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Tour, bei der Hochzeit, bei allem Zip und Zap. Schön, dass du hier warst. Danke, danke euch.